Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Da schaut mal, was da ist. Wärmebehandlung. Nehmen wir wieder mit, oder? Wärmebehandlung. Bam. Schreibmaschine. Wird nichts bringen, denke ich mal. Ja, wir brauchen Schlüsselchen. Wir brauchen einen Schlüssel und so manches anderes Zeugs auch. Was haben wir da? An das Rekuperationspersonal. Wow. Die Wettervorhersage verspricht uns morgen einen sonnigen Tag. Daher bitten wir Sie, die Patienten ohne Termin für eine Luminotherapie, Entschuldigung, auf die Terrasse zu bringen. Falls nötig, verwenden Sie Rollstühle. Wir haben nicht genug Mollbräunungsboxen. Und so teuer, wie sie sind, werden wir sobald auch keinen neuen erhalten. Die Defekten werden leider auch nicht repariert. Also lassen wir unsere Patienten stattdessen etwas echtes Sonnenlicht genießen. Dr. Vasco. Das ist aber nett, oder? Das ist sehr nett. Jo, das war's für den. Na, wo bist du her? Deppert, gut fliegen in depperten Ohren. Gibt's ja nicht, wie viel gibt's noch von denen? Wow! Da schwirrt's hier gleich so. Bald einmal alle hier. Fuchtel. Hallo? Ja, geh ein. Gibt's ja nicht. Deppert, du bist wie. Geh ein! Ist jetzt Ruhe? Schaut zumindest so aus. Poruk. Gibt es hier Blutsteine zufällig? Badesalz. Auf Befehl des Herzens wird jeder der flink autorisierten Personen über das Evermeyer sprechen, wo ein flinker Gericht gestellt und die Hand wird. Aha. Das gibt's ja nicht. Da oben ist noch so ein Scheißkrug. Ich bräuchte die Armbrust. Ist jetzt Ruhe? Herrschaftszeiten noch einmal. Gut. So, hier geht auch nichts weiter irgendwie. Wollte eigentlich. Was haben wir da? Eine Münze. Ich wollte mich hier eigentlich umschauen. Zwecks Schlüsselchen oder so. Letzter Eintrag im Tagebuch der Oberin. Ich wurde entlassen. So haben sie es genannt. Als hätte ich gerade den Tee gebracht und dürfte wieder gehen. Und ich, dämlich wie ich bin, dachte schon, ich bekäme zur Abwechslung einen Nachmittag frei. Wie blöd muss man sein? Ich sagte, toll, wir sehen uns dann morgen. Oh, und dann wurde ich knallrot, als sie erwiderten, ich bräuchte nicht wiederkommen. Nie wieder. Ohne eine Erklärung und ich darf noch nicht mal der guten Frau Doktor auf Wiedersehen sagen. Was habe ich nur getan, dass sie mich so missbehandeln? Habe ich Hypatia nicht immer unterstützt? Habe ich nicht immer alles getan, was sie von mir verlangt hat?
Ich war ihre rechte Hand. Das hat sie selbst gesagt. Ich habe versucht, mich an irgendwas zu erinnern, an irgendeinen Fehler. Ich habe diese Medikamentenfiole auf dem Tresen liegen lassen und danach war sie unbrauchbar, aber das liegt schon über einen Monat zurück und Hypatia hatte sich überhaupt nicht darüber aufgeregt, aber sie war wohl doch enttäuscht von mir und nur zu rücksichtsvoll, um es mir direkt ins Gesicht zu sagen. All die unerledigte Arbeit, ich bin zu verzweifelt, um mich noch zu... Um noch mehr zu schreiben. Und dann hat sie sich scheinbar da aufgehängt. Gratuliere. Leere Flasche. Nix ist da. Kerze. Ja, Licht aus. Ganz wichtig. Gibt es hier denn keinen verdammten Schlüssel? Schlüssel? Schaut nicht aus, dass hier ein Schlüssel irgendwo liegt. Da. Knochenartefakte. Auszug aus dem Buch über Seemannstraditionen und aus Walknochen geschnitzte Objekte. Knochenartefakte sind der Segen eines Seemanns. So sagt man. Die Geschichte der Schnitzkunst, das hatten wir schon, oder? Waren die Knochen einer riesigen Bestie zu schon? Ja, genau, das hatten wir schon. Das hatten wir am Anfang schon. Als wir noch, glaube ich, im Tower waren, ne? Da gab es auch dieses Büchelein. Meine ich. Was, ich kann keine mehr tragen? Ich bin nicht verschwenderisch. Das ist schlecht. Das ist doof. Ich wäre gern verschwenderisch. Der Schlüssel ist vielleicht in Hypatias Büro. Ja, ist es dann das da gewesen? Das hier? Nö, oder? Vielleicht oben weiter. Was? Was? Verfluchter Wirm! Entschuldigung, es musste sein. Privatrooms. Hallo? Regnet es? Als wenn es regnen wird. Wahrscheinlich wieder Einbildung. So. Hier ist niemand, oder? Dann würde ich sagen, ich gehe noch mal rein, oder? Aber es zeigt mir an, als wenn es da drüben wäre. Da. Ein bisschen unter uns. Aber ich brauche jetzt erstmal den Schlüssel aus Hypatias Büro. Da liegt Zeugs rum, ne? Was haben wir da? Serkonische Trauben. Die fressen, essen wir gleich. So. Was haben wir da noch Tolles? Nix ansonsten. Schüsch. Geht das? Befehl von Hauptmann Ramirez. Dr. Alexandria Hypatia ist heute nicht im Büro erschienen. Nein, überhaupt nicht. Sie arbeitet im abgeschlossenen Auditorium. Der Rekuperation. So. Sie will nicht gestört werden. Für dringende Fälle hinterlasse ich Dr. Hypatias Schlüssel in ihrem Büro. Noch etwas. Der Hausmeister Hamilton hat in der Krankenabteilung zu bleiben, bis ich ihn verhört und über sein Schicksal entschieden habe. Wir haben ihn im kleinen Gewächshaus eingesperrt. Niemand darf mit ihm sprechen oder gar diesen Raum betreten. Hauptmann Ramirez. Hallo. Schlüsselchen. Den nehmen wir doch gerne. Blutsteindeckprisma. Boah. Boah. Das war jetzt was wert. Zu unserer Freude dürfen wir jetzt in einen Raum betreten. Dann kriegen wir dieses eine Artefakt ganz bestimmt. Badesalz nehmen wir gerne mit. Oh, das ist alles zu wert. Reagenzflasche. Was gescheit? Ah. Habe ich mich gerade selber verletzt?
Au! Tischuhr, Alarm einstellen, na, braucht man nicht. Was ist dahin versteckt? Goldbahn. Hast du das gesehen? So sind die Bahn versteckt. Ich mach's nur zum Spaß kaputt. Alexandria Hypatia. Die da. Die war's. Ja, ansonsten. Alter! Schreck das nach. Die Hintertür ist nur für Schichtwechsel und Wachturmoperationen zu nutzen. Jawohl. Wir werden es uns hinter die Ohrwasche schreiben. So, da waren wir jetzt schon, ne? Da müsste es. Okay, sein. Ich mach's kaputt. Bilder und so scheint es hier nicht wirklich zu geben. Da oben geht's nochmal rauf. Boah, da geht's weit rauf. Oh! Au, das war eine Falle. Da, schau mal. Jetzt gibt's sowas da auch schon. Hör auf. Klumpert. Hamiltons Schlüssel benötigt. Ach, leg mich doch am Arsch. Das ist ja unglaublich. Jetzt verrecke ich da noch, oder was? Ich brauche was zu essen. Hat hier jemand frisches Obst für mich? Bitte? Ich muss auf meine Linie achten. Ich darf nur Obst essen. Vielleicht mal hier und da am Braten wäre nicht schlecht, aber den einen durfte ich nicht essen. Es gibt nur Obst und Gemüse. Bin ich da jetzt richtig? Ob das so schlau ist, was ich hier mache. Aber ich glaube schon, ne? Oh mein Gott! Yay! Brandbolzen. Oh, übler Befall. Oh, nur ein bisschen. Brennt? Ja! Hui! Oh, schade. Das flog nicht weit genug. Noch was, was brennt? Was haben wir da? Brennt hier noch? Soll hier noch was brennen? Ah, das schaut nur so aus, ne? Da ist in Wirklichkeit nichts wirklich. Nichts, gar nichts. Da, schau mal. Yeah! Betäubend. Betäubend? Na, brennend wäre cool. Ja, na, nimm mal betäubend. Heureka! Ich habe keine Branddingens mehr. Och nö. Wer ist denn das? Au! Alter. Ich glaube, ich gehe ein bisschen zurück. Wow. Au! Wow. Zack, 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 zack. Bin jetzt mal fertig hier. Da ist noch einer, Gangster und depperter Käfer. Da. Was haben wir da? Blutstein. Yay. Bist du nicht vertrocknet, ne? Nö, die ist nur kaputt. Depperten Kackviecher. Und das hier eine Rune. Yes! Supi. Gibt es irgendwas noch zum Schmeißen, was brennt? Ein Blutstein. Ein Stein. Kaputt? Was ist das? Box. Aha, Solarium. Mhm. Roher Wallknochen. Nehmen wir auch gern mit. Da mein Buch. Solarium Terminplan. Luminotherapie Termine für den Morgen des zweiten Tages im Monat des Holzes.
Es wird wahrscheinlich Herbst sein, denke ich, ne? 1849. Genehmigt von Dr. Vasco. Mrs. Anita Cardona. 2 Stunden. Mr. Roberto und so weiter. Servieren Sie Mr. Garcia einmal die Stunde valerische Tee zur Linderung seines Hustens. Geben Sie ihm bitte auch einen Termin für heute Nachmittag. 2 Stunden und so weiter. Die Miss Lucia Pastor. 1/2 Stunde. Die Patientin ist schwanger und geschwächt. Überschreiten Sie daher auf keinen Fall die verschriebene Länge. Tragen Sie vor und nach der Sitzung etwas Mariendistel-Lotion auf, damit sie schön gebräunt ist. Genau. Beim Händel tut man nämlich auch immer übergießen. Das macht man so. Sind hier noch mehr von diesen Bastardviechern? Ich habe immer das Gefühl, wir werden gleich eine schwangere Frau sehen. Ach, nicht mal. Gar nicht mal. Da ist noch eins, so ein Käfer. Da drin sind noch mehr. Verdammt, und ich habe jetzt die Flasche weggeschmissen. Ich bin sorry, was haben wir da? Getrocknete Blutfliegenwasser. I. Das bist du. Käfer. Oh, ich glaube, ich habe ganz selber was. Ja. Wusch, 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 wusch. Mähen, 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 mähen. Wir mähen alles um. La, ra, 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 ra. Wir mähen alles um. Da, 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 ra, ra. Wir mähen alles um. Ba, 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 ba. Kaputt ist das Ding. Wir mähen alles um. Wir mähen alles um. Da ist noch einer. Wusch. Da ist auch noch wer. Okay. Oh, Jureka! Wusch, 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 wusch. Wusch. Ich glaube, ich denke nochmal was. Wir sollten nicht so viel Zeug verschwenden. Wusch. Sind wir jetzt mal fertig hier? Ich hoffe doch, weil schon langsam wird es ein bisschen viel. So. Ich glaube, das müsste so passen. Au! Wo bist du, Kackviech? So, ist jetzt Ruhe hier mal. Na, da schwimmt immer noch was hoch. Gibt's denn da irgendwo so ein Kokon oder was? Ich meine, ich habe alles vernichtet. Jetzt glaube ich. Jetzt müsste es Ruhe geben. Fertig? Ich glaube. So. Sauber schaut es da aus. Sauber. Also geht's weiter? Ach so, okay. Komplett die Wand raus, ne? Und sonst ist da nichts. Ernsthaft. Das ist auch nichts, oder? Das ist nur ein Spiegel, oder wie? Jo. Wir haben kein Spiegelbild. Noch ein Artefakt. Wusch, wusch. Sehr, sehr gut. Gut. Dann würde ich sagen, das Herzlein wieder, ne? Mama Leone. Wo gehen wir hin als nächstes? Ich glaube, hier mal... Na, da ist noch was. Schau mal. Was ist da unten?
Das heißt, wir müssen hier runter. Was tut denn da schon wieder so komisch? Das ist ja ekelhaft. Aha, da arbeitet jemand. Finde Sokolovs Aufenthaltsort. Echt jetzt, die Hypatia ist da. Alter! Ja, da pocht man doch, da pocht das Herz, ne? Komm ich da jetzt rein? Erst jetzt da rundherum oder was? Ich glaube, das ist speicherungswürdig. Warte mal kurz. Speichern. 1, 2, 3, der vierte ist hier. Jo. Speichert, speichert. Gut, und fortsetzen. So. Manchmal fühle ich den Wind auf meiner Haut. Muss mich da irgendwelche hinschleichen. Ich hoffe echt, sie kriegt nichts mit. Supi! Hey, ich will Armbrustbolzen haben. Knochenmeuchler mordet weiter. Wo es Widersacher von Kaiserin Emily Coldwin gibt, lassen auch die grässlichen Taten des Kronenmeuchlers nicht lange auf sich warten. Die ersten Opfer waren Bürger aus Karnaka. Besonders hervorzuheben wäre Corey Brockburn, der zu den ersten offenen Kritikern der jungen Coldwin gehörte. Nur einen Monat nach der Verabschiedung ihres Farmpächtergesetzes drängte Brockburn das Parlament in Gristhol, ein Misstrauensvotum abzuhalten. Jeden Erlass aus dem Dunwall Tower studierte er genau und ließ stets heftige Angriffe darauf folgen. Nach Brockburns furchtbarem Tod starben noch weitere in Karnaka, die als alte Feinde der Familie Coldwin galten. So unter anderem Janice Tynes, ehemalige Redakteurin beim Karnaka Anzeiger. Eine Woche nachdem sie Emily in ihrem bissigen Leitartikel eine Kaiserin nur dem Namen nach genannt hatte, wurde Tynes tot in ihrem Büro aufgefunden. Mehrere fehlende Gliedmaßen sind bis heute nicht wieder aufgetaucht, pfui Teufel. Danach breitete sich die Mordserie auch auf andere Teile des Kaiserreichs aus. Das bisher letzte unter Dutzenden Opfern ist Ichabod Boyle, denk so, ne? Ein angesehener Geschäftsmann aus Dunwall, der den Verein gegen Rationierung gegründet hatte, um Kritik an den jüngsten kaiserlichen Erlassen zu verteilen und Walöl zu üben. Was? Walöl. Tatsächlich Walöl zu üben. Von Walöl zu üben, Entschuldigung. Nicht uns, sondern von. Entschuldigung. Zur Verteilung von Walöl. Jetzt haben wir es. So. Was haben wir da noch Schönes? Zeitung. Sonst haben wir hier eigentlich nicht wirklich was, ne? Scheint so. So. Dann können wir. Alter, was haben wir da? Kronmeuer schlägt wieder zu. Die Bewohner von Dunwall sind in Angst und Schrecken, nachdem ein weiterer entscheidender Kritiker der Kaiserin Emily. Ja, das haben wir auch schon. Das haben wir schon in Dunwall gelesen. Eddermeier. Noch mehr Runen? Hier? Echt? Warte mal, Mami, hilf mir mal kurz. Wo kriegst du denn da was mit? Hm? Da scheint dann nur das da zu sein, oder? Der hier. Den markieren wir doch gleich. Da oben ist noch wo jemand. Da oben. Eventuell. Unten und oben. Alles voller Raunzen, ne? Schön. So. Dann gucken wir hier noch kurz. Blutfliegen. Reagenzflaschen.
Messzylinder. Aha. Okay. Das ist nur zum Werfen. Alles klärchen. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Was ist da? Huch. Da oben ist nichts, oder was? Doch hier. Das nehmen wir gerne mit. Was ist denn das für ein Kopf? Ich will es gar nicht wissen. Ich glaube, ich muss gleich mal... Nein, sag ich nicht dazu. So, ist hier irgendwas Interessantes? Nope. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Vasco. Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Dr. Hypatia war es. Sie ist der Kronenmeuchler. Aber sie ist nicht sie selbst. Sie entwickelte ein Serum für die Bergleute. Das erste verursachte schreckliche Veränderungen in ihrem Kopf. Für mich ist es zu spät, aber für sie noch nicht. Sie ist ein guter Mensch. Was kann ich tun? In meinem Tresor, in der Krankenabteilung. Dort finden Sie ein Rezept für ein Gegenmittel. Bitte! Tresor-Kombination ist 551. Haben mich schon oft gefragt, wie dein Fleisch schmeckt, lieber Assistent. Alter! Alter Schalter! Was zum Teufel? Geht hier vor. Wir müssen hier raus, denke ich, ne? Das ist es. Komme und gehe. Ich lasse Hypatia nach Belieben schlafen. Aber selbst wenn sie wach ist, bin ich bei ihr und sehe durch ihre Augen. Meine kühle, spröde Schwester. Sie spart ihre Liebe für die verrußten Arbeiter. Ich sollte königliches Blut kosten, als sie den Thron übernahmen. Eine Lüge. Am Stadtrand verurteilt zu einem kurzen, schrecklichen Leben. Und für Vesco. Sie ist weg. Was ist passiert? Wohin ist er nur gegangen, liebe Schwester? Ich höre ihn so gern auseinandernehmen, mich darin suhlen, mich an seinem glitschigen Schädel und seinem roten Schenkelknochen reiben. Irgendwann, lieber Vesco. Komplett gestört. Komplett gestört. Hätten wir den Vizeaufseher überlassen sollen. Aber der Herzog ist ein Feigling. Ist sie jetzt echt weg, oder? Ich glaube, ich muss speichern. Alter Schwede, was zum Teufel geht hier vor? Das kann man, glaube ich, echt nur so sagen. Wir müssen jetzt ein Gegenmittel... für die Gute zusammenbasteln. Wir müssen da zuerst mal raus, glaube ich. Ich hasse den Geruch hier drin. Krankheit, Schwäche, Furcht. Das Gefängnis meiner Schwester. So. Keine Ahnung, wo die ist.
Sie ist da oben. Alter. Alter Schwede. Naja. Ich hoffe, wir sind da richtig. Richtig sind. Aber es schaut gut aus. Und jetzt? Da unten oder was? Zu seinem Tagebuch, okay. Können wir das irgendwie. Kann ich das. Darf ich das markieren? Nein. Darf ich nicht. Gut, das heißt, wir müssen runter. Die Alte ist komplett gestört, ne? Der Part ist auch schon wieder zu Ende. Alter Schalter. Ist hier jemand? Ich hoffe nicht. So. Ist Hamilton da drin? Wie geht's ihm? Er dreht durch. Wir nach. Wo hast du dich versteckt? Danke, komplett zu kassieren! Du wurdest beschuldigt, von mir am Weg zu stehen! Alter. Alter Schalter, ich bin gerade sprachlos. Komm, steh weg, du Dingens. Jungfer. Dingen. Das ist echt unglaublich mit diesen Viechern. Da bin ich richtig? Echt, wahr? Ich bin jetzt einfach nur irgendwo hingelaufen. Ohne nachzudenken. Wirklich rein ohne nachzudenken. Ich hätte die ausweichen können von Anfang an, ne? Auch schon wurscht, oder? Gibt es hier noch irgendwelche Notizen, Aufzeichnungen, irgendwas? Schaut nicht so aus, ne? Dann gehen wir doch hier rein. Hallo! Elfenbeinschnitzerei, die nehmen wir gerne mit. Tun wir ein bisschen Geld. Huch! Da haben wir auch was. Einen Silberbahn. Nett. Sehr, sehr nett. Was haben wir denn da? Erinnerung. Einkaufsliste. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Entschuldigung, ich bin schon wieder viel zu sehr am... Hoffentlich ist das da geil drin. Und ja. Also gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören. Fürs Zuschauen wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!